allen, die mit uns an diesem heutigen Ereignis hier im Krönungssaal oder an Radio und Fernsehen verbunden sind, gilt der aufrichtige Gruß der Stadt Aachen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Globalisierung ist eine unumkehrbare Tatsache, kein Naturereignis, sondern eine menschliche Gestaltungsaufgabe. Globalisierung ist die Herausforderung, die weit über persönliche Interessen, weit auch über die Belange von Nationen oder Bündnissen, Unternehmen oder Regionen hinaus von uns bewältigt werden muss. Der Träger des außerordentlichen Karlspreises, Papst Johannes Paul II., hat diese Aufgabe mit einfachen Worten beschrieben. Das Gemeinwohl der ganzen Menschheit verlangt eine neue Kultur mit dem Ziel, der Globalisierung des Profits und des Elends eine Globalisierung der Solidarität entgegenzuhalten. Insoweit steht Europa vor einer epochalen Aufgabe. So bedeutsam die Integrationsfortschritte der Europäischen Union seit den 50er Jahren sind, so wichtig wie der Abschluss des Grundlagenvertrages und eine behutsame Erweiterung noch für die Zukunft sein werden, so hilfreich hoffentlich auch das jüngste Krisenmanagement ist, Europa hat jetzt die Chance, der Welt den Stempel für eine sozial gerechte Ordnung aufzudrücken. Viele Menschen haben Angst vor dem globalen Wettbewerb, leiden auch unter seinen Folgen. General Motors und Nokia, Lehman Brothers oder auch das Los chinesischer Wanderarbeiter, afrikanischer Kinder in den Bergwerken, indischer oder philippinischer Sklaven im Nahen Osten. Ja, selbst eine Firmenschließung von Gates oder LG Philips in Aachen fördern nicht das Vertrauen in die Marktwirtschaft, auch nicht in die Aktivitäten der G20 oder die Arbeit der EU. Deshalb müssen wir uns erinnern, dass die Verantwortung der Starken für die Schwachen zu den wichtigsten Werten unserer Gesellschaft gehört und dass dieser Wert auch Ursache für den europäischen Erfolg, die Stabilität und Entwicklung der EU ist. Solidarität ist mehr als nur eine Lebensphilosophie. Es ist eine Investition in die Zukunft, denn soziale Gerechtigkeit ist eine Grundvoraussetzung, dem Ideal von Frieden und Freiheit in der Welt näher zu kommen. Deshalb ist es heute die große Aufgabe der EU, nicht nur erfolgreich als Krisenmanager tätig zu sein, Kontrolle, Transparenz und Spielregeln von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen weltweit herzustellen, sondern auch Menschenwürde, soziale Verantwortung und Gerechtigkeit zu stärken. Ein solches Projekt ist für den ein oder anderen in der großen Politik vielleicht neu. Es bedarf aber Ihres Engagements und Ihrer Vereinbarungen. Es bedarf vor allem auch der wirksamen Umsetzung durch die Weltorganisationen. Dieses Projekt
braucht allerdings auch die Leidenschaft der Basis. Die Überzeugung, das entsprechende Bewusstsein der Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und beruflichen Funktionen. Es braucht einfach den Idealismus der Mehrheit der Weltbevölkerung. Wie illusorisch und theoretisch, vielleicht sogar weltfremd, das auch für die meisten Ohren klingen mag, man muss das praktizieren. Idealismus, Leidenschaft und soziales Engagement. Die Überzeugung von der Bedeutung christlicher Nächstenliebe sind die Triebfedern für die Arbeit von Sant'Egidio. Privilegiert durch Freiheit und Wohlstand ihres Lebensumfeldes, haben Andrea Riccardi und seine Mitbegründer den Kampf gegen Armut und Elend, gegen Hunger und Krankheit, Einsamkeit und Ausgrenzung aufgenommen. Sie haben in den Anfängen durch individuelle Zuwendung unterprivilegierten Mitmenschen eine Chance auf Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung gegeben, Bildung gegen Hoffnungslosigkeit, Kultur gegen Gleichgültigkeit gesetzt. Später haben sie sich im Kampf gegen Seuchen für Gesundheits-, aber auch für demokratischere Gesellschaftssysteme engagiert. Und inzwischen vermitteln sie zwischen streitenden Völkern und Regionen und haben im Falle Mosambik nachhaltig Frieden gestiftet. Hartnäckig und durchaus erfolgreich ist die sogenannte UNO von Trastevere unter Professor Riccardi heute in vielen Teilen Europas und der Welt im Einsatz, um soziale Gerechtigkeit, um Anstand, Moral und Solidarität zur Grundlage gesellschaftlichen Handelns zu machen. Sant'Egidio, meine Damen und Herren, ist ein Vorbild für die ethische Grundordnung, die unsere Welt braucht. Andrea Riccardi ist der Motor dieser Gemeinschaft. Ein Mann mit Visionen und Zielen, einer, der hart arbeitet und die Organisation auch diszipliniert führt. Einer, der anerkannt ist, weil er auf einem Feld Kompetenz beweist, wo Politik noch vielfach versagt. Riccardi ruft dazu auf, dass in unserer multipolaren Welt mehr Abstimmung und Zusammenarbeit praktiziert werden, dass man Bündnisse der Stärkeren mit den Schwächeren schließt und dass man möglichst jeden motiviert und beteiligt, um so dann Schritt für Schritt eine neue Form des Zusammenlebens zu gestalten. Das Direktorium zur Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen würdigt mit der diesjährigen Auszeichnung den unermüdlichen Einsatz von Professor Andrea Riccardi und vieler seiner ungezählten Mitstreiter um eine bessere Welt, um Mitmenschlichkeit und den Aufbau einer solidarischen, von unten wachsenden Gesellschaftsordnung. Er und seine Organisation haben diese guten, alten europäischen Werte, die aus christlich-jüdischen Wurzeln stammen, die durch Aufklärung, französische Revolution und Menschenrechte schließlich die Normen der neuen Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzt wurden, als ihre Botschaft in die Welt getragen, als unser europäisches Angebot, global Frieden durch soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Professor Riccardi, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in diesem auch politischen Sinne ein großer Europäer. Sehr geehrter Herr Professor Riccardi,
Wir gratulieren Ihnen zur Verleihung des Internationalen Karlspreises 2009. Herzlichen Glückwunsch.